Ein Jahr später. A Mekon M71. I bet I can use its optical system to align one of the anti-air batteries. Oh, no good. It's broken. The joint section. It's buckled. It's completely useless. Ugh. An M69! Its armor would be perfect for making a shield. If I can just get it off, I should be able to... Shulk! Right. It's not a Mekon. It's just a Krabble. It was using the Mekon armor as a shell. Okay. I'll lure it away and topple it. When it's down, use your arcs to finish it off. Ja, das dürfte jetzt kein Problem sein. Aber scheint sich ja einiges verändert zu haben in diesem einen Jahr. Wir sind etwas grüner geworden. Eine leere KP-Anzeige resultiert in Kampfunfähigkeit. KP-Gefährte, KP-Gegner. Wähle einen Taschen mit Steuerkreuz und aktiviere sie mit A. Ja, jetzt können wir den Rückschlag effektiv einsetzen. Schulks Taschnik Rückschlag. Okay. Mit leichter Heilung KP wiederherstellen. Schulks Taschnik leichte Heilung. Okay. Wähle aus, wer geheilt werden soll. Aha, mit dem Steuerkreuz. Okay. Oh, das ist nur so witzig, dass ich diesen Schulk ja gar nicht steuere. Ich steuere den anderen hier. Oh, ich hab ja nicht verkehrt. Lass mich das mal. Taschniken können nicht ständig verwendet werden. Aufladen beginnt. Nicht einsatzbereit, nicht einsatzbereit. Aufladen abgeschlossen, einsatzbereit. Ah ja, das war nur so eine Art Abklingzeit. Spezialtechniken einsetzen. Jeder Charakter verfügt über eine eigene Spezialtechnik. Wähle das mittlere Symbol und drücke A, um die Spezialtechnik einzusetzen. Die Spezialanzeige muss voll aufgeladen sein. Ja, ja, okay, einsatzbereit. Fein. So, versuchen wir die mal. Ah, okay, und die vorbei. Okay, und der Schlag auch. Die ist ja äußerst effektiv. Ah ja, besiegt der Gegner, hinterlassen Schatztruhen. Drücke A, um die Truhe zu öffnen und die Beute an dich zu nehmen. Ah ja, okay, sie lassen unsere Schatztruhen fallen. Krabbeleisenhaut, keine Panzer, alles nehmen, ja. Ich will Geld. Grüne Barrieren verhindern die Flucht. Barriere Gegner, besiege alle Gegner innerhalb der Barriere, um sie aufzulösen, ja. Vorsicht vor der Wut der Gegner. Monster reagieren mit Wut auf Angreifer. Je mehr Schaden ein Gefährte einem Gegner zufügt, desto mehr Wut zieht er auf sich. Der Wutring kennzeichnet Gefährten, die die Wut eines Gegners auf sich gezogen haben. Okay, der Wutring ist das? Ach so, dieser rote Ring da. Positionsabhängige Effektivität der Techniken. Oh mein Gott. Schulks Rückschlag verursacht größeren Schaden, wenn er im Rücken eines Gegners ausgeführt wird. Dies ist der Zusatzeffekt der Technik Rückschlag. Okay. Orientierung anhand des Wutrings. Solange ein Gegner seine Wut auf Freien richtet, hat Schulk die Möglichkeit, den Gegner mit seinem Rückschlag von hinten anzugreifen. Setzt sich der Zusatzeffekt einer Technik durch, so wird der verursachte Schaden in bla 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 angezeigt. Ja, dann. Schau mal auf mich. Gemeines Raub. Genialer Name. Thanks, Ryan. That was a close one. Man, what were you doing wandering off by yourself? Stay where I can keep an eye on you. It's pretty dangerous outside of the colony.
There are all kinds of monsters. Yeah, but thanks to you, we got its shell. Everyone in the colony is going to be really happy. I'm more worried about you than the shell. Oh, whatever. Knowing what you're like, at least you'll make a decent weapon out of it. This scrap driver's excellent. I just learned by watching Dixon make weapons. Of course, Dunban's weapon still beats them all. The Monado. I hope I can figure out the secret of his power one day. You will, Shulk. Anyway, you better get back to the colony. If I'm late for drills again, old Squaretash is gonna kill me. Squaretash? Oh, the Defense Force Colonel. He's pretty scary. Tell me about it. Sorry, I didn't mean for you to come all the way out here during your break. Don't worry about it. Let's get back. Folge dem Zielpfeil, um die Handlung voranzubringen. Die Zahl neben dem Pfeil stellt die Entfernung zum nächsten handlungsrelevanten Zielort dar. Verwende R, um die Kamera zu bedienen, halte ZL gedrückt. Das war nochmal welcher. Die Kamerasteuerung anzuzeigen. Weitere Tipps dazu findest du in der Rubrik Tutorial. Öffne das Menü mit X und speichere das Spiel. Speicherfunktion steht dir so gut wie überall zur Verfügung. Okay. Tutorials können jederzeit nachgelesen werden. Okay, neue Spieltipps sind automatisch hinzugefügt. Die Spielverlauf werden hinzugefügt. Ja. Levelanstieg. Harmoniemünze. Okay. Da ist noch ein Schatz. Den nehme ich mir jetzt nochmal. So, und jetzt. Wenn das jetzt möglich ist, möchte ich die Kamerasteuerung etwas umstellen. Nein, nicht die Karte. Spieldaten und Optionen. Spieleinstellungen. So, dann es geht mir eindeutig zu langsam. Speichern. Ja, das kommt davon, wenn man zu viel God of War spielt und so weiter. Dann ist man eine etwas schnellere Steuerung gewöhnt. Ja, das ist etwas besser. So, okay. Ach so, ja, da steht jetzt auch noch die Entfernung. Das ist ja mal praktisch. So. Kann ich. Ach so. Okay. Oh, und hier haben wir unseren ersten Gegner, kleiner Mück. Die Namen hier sind ja mal sehr einfallsreich. Boah, der hält doch noch viel aus. Das gibt's doch nicht. Ja. Oh, 200. Ja, alles nehmen. Sammel-Items im Collecticon kannst du deine Sammel-Items registrieren. Gelingt es dir, alle Items einer Reihe oder gar alle Items auf einer Seite zu sammeln, erhältst du eine Belohnung. Sammel-Items in Collecticon registrieren. Collecticon. Oder deine Sammel-Items. Okay. Kleines Hase, okay. Hammer! Right, you're a lifesaver. Alright, I'm feeling it. Eat this! Ach so, der hat auch einen Rückschlag. Okay, ich verstehe. Was haben wir hier? Kalt-Offel. So, ich renne jetzt einmal dran vorbei. Ich muss jetzt einmal zur nächsten Stadt oder zum nächsten Dorf mal schauen. Ja, also von der Grafik her gefällt mir das Spiel ja jetzt schon mal sehr gut.
Die Weitsicht ist ziemlich enorm, zumindest für ein Wii-Spiel. Ziemlich beachtlich. Oh ja, und hier sind wir jetzt in der ersten Kolonie, Kolonie 9. Ja, das Ganze erinnert schon ein bisschen an Monster Hunter. Here we are. I better stop in at HQ. You off to the weapon development lab? Yeah, when I've sold any parts I can't use. All right. See you later. Gut, dann geht's jetzt zum Waffenlabor. Gruppenmitglieder wechseln. Ja, toll. Ich hab hier nur einen. Ausrüstung ändern? Nee, doch. Schrottschwert. Nee, war so geil. Achso, okay. Ja, keine Ahnung, was ich hier jetzt tun soll. Gehen wir wieder raus. Händler. Willkommen. Hier könnt ihr kaufen und verkaufen. Händler sind durch ein Zelt gekennzeichnet. Ja, erbeutete Items verkaufen, verkaufen Items. Ah, um Geld zu verdienen. Hoher Wert, niedriger Wert. Ah ja. Okay. Suchen wir uns jetzt einmal einen Händler. Und Missionen annehmen. Nähere dich einer Figur mit einem Ausrufezeichen über den Kopf und drücke A, um ihren Missionsauftrag zu hören und anzunehmen. Erfolgreich beendete Missionen werden mit Geld, Erfahrungspunkten oder Items belohnt. Ah ja. Tauschhandel. Nähere dich einer Figur mit Eigennamen und drücke Y, um den Tauschhandel zu öffnen. So kannst du dir bisweilen seltene Items ertauschen. Aktivitäten abseits der Handlung. Nebenaufgaben wie Missionen und Tauschhandel haben keinen Einfluss auf den Verlauf der Haupthandlung. Sie können dir jedoch Vorteile auf deiner Reise verschaffen. Ah ja. Ja, anscheinend gibt es hier jede Menge Nebenquests und es werden ungefähr über, das war es nochmal, ich glaube über 500. Auf jeden Fall jede Menge und das wird einen eine Zeit lang beschäftigen. Händler, willkommen. Wo steht denn der? Ah ja, da. Willkommen, hier könnt ihr kaufen und verkaufen. Ja, okay, ich möchte verkaufen. Da hatte ich vorhin ja einige Sachen aufgeschnappt. Verkaufen, Item-Kategorien. Wähle ein Item und drücke A, um es zu verkaufen. Mit Steuerkreuz gelangst du zu den Schaltflächen der Item-Kategorien. Navigiere doch mit Steuerkreuz links, rechts. Von Gefährten angelegte Items sind durch ein, was ist das, ein A gekennzeichnet. So, dann schauen wir mal. Yep. Materialien. Ja. Sammel-Items. So, jetzt bin ich mir nicht sicher, was ich jetzt verkaufen kann und was nicht. Denn anscheinend kann man hier ja auch schmieden. Gut, ich glaube, ich verkaufe einfach mal alles und kann es ja nachher wieder einsammeln gehen. Das dürfte ja kein Problem sein. So, Krabbeleisenhaus. Okay. So, und dann schauen wir nochmal, was er zu verkaufen hat. Einkaufen. Werteveränderung. Item. Wähle ein Item und drücke A, um es zu kaufen. Navigiere mit L und R durch die Gruppe, um die Werteveränderung durch das Item zu sehen. Lege gekaufte Ausrüstung im Ausrüstungsmenü an. Okay. So, so wie es aussieht, kann ich keins der Waffen tragen. Hier schon. Ah ja, es würde mir jetzt ein paar Abwehrpunkte mehr geben. Ätherabwehr, gehe ich jetzt mal davon aus, dass das die Magieabwehr ist. Gut, ich glaube, das lasse ich auch mal vorerst weg. Vielen Dank und kommt bald wieder.